Genau, moin, servus, hallo. Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ja, ich habe schon so reingeschrieben, hallo, servus, moin, Christi. Schreibt gerne mal eure Willkommensphrase oder Begrüßung in den Chat, ob es jetzt moin ist, ob es hallo, ob es servus ist, einfach mal um die Idee zu kommen. Moin, hallo, viele Moins, großartig. Norddeutschland ist für Huhu auch großartig. Alles da aus komplett Deutschland. Tag auch. Ein bisschen de Niederländisch drin. Ja, sehr schön. Cool. Schön, dass ihr alle dabei seid. Das sieht ja schön aus. Servus. Alles da. Großartig. Also, wie schon gesagt, stellt eure Funktion. Das sieht ja, denke ich, auch. Na, ich sehe noch einige, alle Diskussionsteilnehmer. Also. Stellt eure Chatfunktion auf Versenden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Ansonsten geht es an mich. Auch schön, aber wir werden auch einige Themen haben, die ihr untereinander besprecht. Deswegen jetzt nochmal alle darauf achten, an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Und dann legen wir los. Wir haben ja bereits seit Mittwoch viele interessante Vorträge die vergangenen Tage auf der Expo Lingua gehabt. Und ja, jetzt wollen wir mal sehen, was für euer lebenslanges Lernen, für eure, die Organisation eures lebenslangen Lernens heute tun können. Und Fragen, wir haben eine halbe Stunde, vielleicht ein paar Minuten mehr, aber ist relativ kompakter, recht straffer Zeitraum. Deswegen stellt gerne die Fragen im Chat. Ich werde, wenn ich mit einer kurzen Info die direkt beantworten kann, werde ich das tun. Ansonsten haben wir im Anschluss auch noch die Möglichkeit, ich werde euch dann einen Link schicken für einen separaten Zoom-Raum und da haben wir dann nochmal eine halbe Stunde Zeit, einfach eure direkten Fragen zum Thema Verständnisfragen zu dem heutigen oder dann weiterführende Fragen zu klären. Ja, meine Mission vielleicht einfach mal zur Einleitung, zur Einordnung des ganzen Themas. Es geht bei Triple LLL, lebenslanges Lernen, da geht es darum, um ein selbstbestimmtes Leben durch die nachhaltige Integration von Lernen in den Alltag. Und da geht es dementsprechend darum, eine gewisse Organisationskomponente in das Lernen reinzubringen. Wir lernen jeden Tag dazu, aber vielleicht nicht die Projekte, die wir so im Kopf herumschwirren haben. Und dementsprechend wäre jetzt meine nächste Frage in den Chat. Wer von euch hat denn so ein schon seit langer Zeit, vielleicht Jahren, vielleicht auch nur Monaten, im Kopf herumschwirrendes Thema? Und was ist es? Ist es ein Instrumentlernen? Ist es eine Sprache? Was sind eure Lernthemen, wo ihr sagen würdet, wäre schon cool, das irgendwie jetzt mal demnächst hinzubekommen, aber irgendwie geht das immer. Ukulele, ja, Sprache natürlich, alles da. Programmieren auch der Klassiker. Python habe ich gerade gesehen. Von links schreiben, geil. Also Themen, alles da. Bretonisch. Nehme ich an, eine Sprache kenne ich nicht. Cool. Anderen Glück beibringen. Schöne, schöne, schöne Themen dabei. Und ich denke, vielleicht ist da heute was mit dabei für euch, als dass wir gucken können, durch dieses in das, den Alltag wirklich integrierte Lernen, diese Themen voranzubringen. Und ja, woran liegt es denn, dass wir diese Themen, für die wir ja eigentlich brennen, persönlich haben wir ein großes Interesse daran, dass wir die immer wieder aus den Augen verlieren? Und das, was wir eigentlich immer wieder im Alltag haben, ist dieses, ja, busy, immer busy, 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 total beschäftigt. Es ist eine Art neuer Standard geworden, wenn auf die Frage, wie geht's dir, was machst du, zu antworten, ja, beschäftigt, viel, viel zu tun, beschäftigt und dies und ach, hör mal auf. Und im unternehmerischen Kontext kann man sogar beobachten, dass es so eine
so als Orden getragen wird, als Orden und als Zeichen der Wichtigkeit im professionellen Kontext. Also so weit sind wir mittlerweile, dass es diese ständige Beschäftigkeit als Zeichen von Wichtigkeit genommen wird. Und zusätzlich ist es natürlich aktuell in der Situation, in der wir uns alle befinden, zu Hause arbeitend zum größten Teil, da verschwimmen die privaten und das professionelle und private Umfeld und die Aufgaben nehmen nur zu. Wir haben nicht mehr dieses abgeschnittene auf der Arbeit sein, sondern alles ist irgendwie verflochten und so können wir ja den ganzen Tag auch irgendwelche privaten Dinge zwischenschieben, die uns auch wieder dazu bringen, die ja irgendetwas zu tun, aber den wichtigen Dingen vielleicht nicht den Raum zuzuschreiben, als der ihnen gebührt. Also eure Themen, die ihr jetzt gerade angesprochen habt. Oft ist es dass bei der Entscheidung, was man heute, was man diese Woche tun möchte, häufig unwissentlich lediglich die Dringlichkeit als Priorisierungsgrundlage herangezogen wird. Die ganzen dringlichen Themen führen dazu, dass wir immer busy, busy, busy sind und ganz, ganz doll beschäftigt sind und Kalender ist voll, To-Do-Liste sowieso. Aber das sind oft eher die Dinge, die wir glauben, tun zu müssen, die von uns erwartet werden. Wichtige, aber nicht dringliche Sachen, wie eure Themen, die ihr gerade genannt habt, Spanisch zu lernen, Python zu lernen, diese ganzen Lernthemen, die ihr nennt, Stenografie sehe ich gerade, das ist nichts Dringliches. Das braucht ihr nicht morgen, das braucht ihr nicht übermorgen, das braucht ihr auch nicht in einer Woche. Und dementsprechend diese wichtigen, aber nicht dringlichen Themen, wie Weiterbildung, wie Lernen, die werden mit dem, naja, dann halt nächste Woche. Aber dann auch wirklich vertagt. Und es ist dadurch werden sie immer weiter, immer wieder vorweggeschoben, sodass man dann wieder nach 2, 3 Monaten sich daran erinnert, ach ja, ich wollte ja eigentlich Python lernen, Spanisch lernen, Bretonisch war das, glaube ich, ne? Also all diese Lernprojekte, die kommen dann nach einer Zeit wieder, weil sie im Alltag von der Dringlichkeit der sonstigen Masse an Aufgaben verdrängt wurde. Und so resultiert das Ganze in einer Arbeitskultur, in die Priorisierungsprinzipien, die folgenden Priorisierungsprinzipien folgt. Wir haben wirklich Kurzfristigkeit vor Langfristigkeit, Dringlichkeit vor Wichtigkeit und diesen ganzen Kleinkrams vor den langfristigen und wichtigen Themen wie Selbstentwicklung. Und hier kann man die Motivation für Selbstentwicklung und fürs Innehalten und fürs Investieren in Zeit in die langen und wichtigen Dinge. Da gibt es eine sehr schöne Metapher von Stephen Covey, das ist so ein Produktivitätsguru, kann man definitiv mal googeln. Covey, Covey. Und die sogenannte Segen-Metapher, Covey, Covey, noch ein E dazwischen. Und da ist es so, dass er stellt zwei Szenarien gegenüber. Man kann sagen, okay, ich habe die Aufgabe, wie gesagt, die Segen-Metapher. Wir haben die Aufgabe, einen Stamm zu zersägen. Wir können jetzt 3 Stunden mit einer stumpfen Säge drauf rumraspeln, kriegen wir den Stamm auch irgendwann durch, Challenge fertig, wunderbar. Wir können aber auch innehalten, überlegen, eine Stunde lang die Säge schärfen, wenn wir denn so lange brauchen, und eine Stunde für Sägen brauchen. Wir sind schneller und der Prozess ist ein angenehmerer. Und dafür müssen wir jedoch Zeit in das Schärfen dieser Säge investieren. Und das ist das Thema Selbstentwicklung und Lernen. Diese Zeit haben wir jedoch nicht. Im Alltag genau dieses Dringlichkeitsthema ist das wieder. Diese Zeit haben wir nicht, oder zumindest scheint es uns im Alltag so. Kein Wunder, denn durch Priorisierung von Dringlichem gegenüber dem Wichtigen verfallen wir in diesen
täglichen Trott, 40 Stunden, 50 Stunden, was auch immer, plus Pendeln, plus Haus, plus Familie, ringen um unsere Aufmerksamkeit. Wo will man da noch lernen? Wo will man da noch die Zeit finden? Wir müssen die Zeit selbst generieren. Und das können wir während der Arbeitszeit tun. Und das geht ganz besonders gut im Homeoffice. Hier sind wir nämlich umso mehr der Chef oder sprichwörtliche Kapitän unserer Arbeitsweise. Durch bewusste Entscheidungen können wir jetzt Arbeitsweisen ausprobieren, die es uns ermöglichen, unsere Zeit effizienter und effektiver zu nutzen. Und genau diese Kombination zwischen Effizienz und Effektivität verschafft uns die Zeit und den mentalen Raum, um uns dieser langfristigen Themen anzunehmen. Und die Unterscheidung zwischen Effizienz und Effektivität vielleicht hier noch an dieser Stelle einmal. Effizienz ist, wir machen in einer vorgegebenen Zeit schaffen oder wir sind schnell. Schnelligkeit ist Effizienz. Effektivität ist die Marschrichtung. In welche Richtung sind wir denn schnell? Schnell sein, wunderbar, aber wenn wir nicht den richtigen Weg kennen und die richtige Richtung oder einfach nur ganz viele Dinge ganz schnell schaffen, die aber eigentlich unwichtig sind, dann sind wir effizient, aber nicht effektiv. Und die Kombination dieser beiden Themen oder dieser beiden Produktivitätskomponenten, derer wollen wir uns jetzt annehmen. Und dafür habe ich euch ein Bündel von Maßnahmen, drei Maßnahmen an der Zahl, die sehr gut miteinander einhergehen, mitgebracht, mit denen ihr eure Arbeitsweise zugunsten von Lern- und Selbstentwicklung gestalten könnt. Zum einen Pomodore. Pomodore für vielleicht schon den einen oder anderen ein wenig italienischsprachigen unter uns oder ab und zu steht es auch auf der Tomatensoße. Italienisch für Tomate. Und das Thema bei Pomodore ist Ablenkung minimieren und Konzentration maximieren. Und warum Pomodore? In den Anfängen, es ist eine Methode, die aus dem Programmieren kommt. Aus den Anfängen, da wurde zur Zeitmessung, und das ist eigentlich der Kern der ganzen Methode, in der Zeitmessung wurde eine Tomate gleichenden Küchenuhr, wurde diese Zeitschaltuhren, die wurden zur Zeitmessung genutzt. Und der Kern von Pomodore sind 25 oder 25, 45 Minuten Intervalle, unterbrochen von 5 bzw. 15 Minuten Pausen. Und diese Fragmentierung oder diese Limitierung bewirkt zum einen, dass wir nicht 3 Stunden an irgendwas rummerkeln und dann im Endeffekt merken, und am Ende uns fragen, was hab ich denn eigentlich die letzten 3 Stunden gemacht? Sondern uns zyklisch, halbstündig oder stündlich fragen, gehe ich noch in die richtige Richtung? Ist das noch das Richtige, was ich hier tue? Was habe ich die letzte halbe Stunde geschafft? Und wie möchte ich weitergehen? Was ist der nächste logische Schritt? Und dieses Innehalten, dieses 5-minütige oder 15-minütige Innehalten, das ist zum einen Reflexionspunkt und Pause machen. Denn oft lassen wir es halt auch, arbeiten wir 2, 3 Stunden, schaffen vielleicht viel, sind dann doch im Endeffekt nach den 3 Stunden mit unserem Arbeitstag, mit unserem produktiven Arbeitstag zumindest durch, weil wir danach dann nur noch auf den Bildschirm starrend die Stunden am besten absitzen. Also dementsprechend, Pomodore bringt einem diese festen und geschützten Arbeitszyklen im Mikro-Level. Und dabei ist dann selbstredend. Ich hatte Ablenkung minimiert gesagt. Also Ausschalten von E-Mail-Mitteilungen. An sich eigentlich sowieso generell was man gut machen kann. Aber wenn man es denn meint, nicht machen zu können, zumindest dann Handy, Telefon aus, Flugzeugmodus. Und was im Büro dann noch sehr gut eine zusätzliche Komponente war, wenn man denn physisch im Büro ist, Kopfhörer aufsetzen. Ich mache es immer noch, auch im Homeoffice.
ist dann eher Geschmackssache. Dementsprechend, da kann man super ja, mit sich so wiederkehrende Zyklen in seinen Arbeitstag integrieren. Und genau, da sehe ich es nochmal erklärt. Es gibt je nach Größe der Aufgabe an sich, beziehungsweise nach persönlicher Präferenz, kann man 25 und 5 Minuten, also 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause oder 45 Minuten arbeiten und 15 Minuten Pause. Kann man eh handhaben, wie man möchte, nur ist das ein schöner Startpunkt, als dass das physiologisch halt auch für den Körper gute Zyklen sind. Und diese Arbeitsweise führt dann auch dazu, dass man, wenn man wirklich konzentriert an einer Aufgabe arbeiten kann und nicht den sogenannten Sägezahneffekt hat. Sägezahneffekt bedeutet, man konzentriert sich auf eine Aufgabe, kommt ein Anruf oder eine E-Mail zwischen, Konzentration sinkt. Dann fängt man wieder sich an zu konzentrieren und das kann bis zu 10 Minuten dauern. Je nach Komplexität der Aufgabe brauchen wir 10 Minuten, um uns wieder auf dem gleichen Konzentrationslevel wie vor der Pause, beziehungsweise vor der Ablenkung zu befinden. Und das ist extrem ineffizient. Deswegen mein Plädoyer hier für Pomodoro als unseren ersten Schritt. Na, zweiter Schritt. Täglich Routinen und den Autopiloten einlegen. Autopilot in dem Sinne, dass wir sagen, wir designen das, was wir den Tag über tun, durch Gewohnheiten. Und jetzt nochmal meine Frage an euch. Und da bin ich gespannt, wo ihr so landet. Was glaubt ihr, nur so aus dem Bauch erstmal erste Zahl, also eine Prozentsatz zwischen 0 und 100, wie viel Prozent unseres täglichen Handelns ist Gewohnheit? Wo landen wir da grob? Alles kunterbunt dabei. Cool. Sehr hohe Zahlen, auch sehr niedrige. 50, 95, 75. Ja, super. Cool. Ja, so in die Richtung. Es geht dann auch wieder, welche Definition, was heißt Gewohnheit. Aber so vom Daumenwert geht es so Richtung, unterschiedliche Studien natürlich auch wieder, aber geht es so 70, 80%, sagt man. Aber im Endeffekt auch egal, nur vom Grundgedanken extrem viel. Extrem viel von dem, was wir täglich tun und vieles, wo wir uns gar nicht so bewusst darüber sind, dass es eine Gewohnheit ist, ist gar nicht von uns aktiv gesteuert. Und dementsprechend können wir durch Routinen, was im Prinzip bewusst gewählte Gewohnheiten sind, unser Verhalten steuern. Und das sind dann zum Beispiel Morgenroutinen oder Abendroutinen oder was auch immer Routinen. Aber wir können durch Verhaltensweise und Tätigkeiten in unseren Alltag einbauen und diese quasi auf Autopilot abspielen. Und das kann sich direkt auf Tätigkeit, das können direkt wirkende Tätigkeiten so sein wie Lesen, Vokabeln lernen oder trainieren. Dann sagen wir, okay, morgens immer eine halbe Stunde Spanisch lernen. Klar, großartig, wenn das was wird. Aber auch indirekte, wie Tagebuch schreiben, Prioritäten sortieren, Dankbarkeit zelebrieren, die Klassiker. Und das Ganze bringt Klarheit, Effektivität in den Alltag. Und klar, das ist jeden Tag eine halbe Stunde Spanisch lernen, großartig, das ist eine Binsenweisheit. Aber vorher haben wir über Pomodore geredet. Und diese Effizienz, die wir durch Pomodore erreichen, schafft uns viel Freiraum und viel Zeit, die wir dann durch Routinen, durch ja, tägliche Routinen füllen können. Und das Wissen, dass die uns wichtigen Dinge einen festen Platz in unserem Alltag haben, wie Routinen, Morgenroutinen, Abendroutinen, gibt uns viel Ruhe und Gelassenheit. Und zudem können wir halt auch diesen Zeitraum wirklich direkt oder indirekt nutzen, als dass wir sagen, okay, jeden Morgen lerne ich 5 Minuten lang jonglieren und dann hat es diese langfristigen Themen, haben dadurch einen Raum. Aber ich habe euch drei versprochen. Hier ist Nummer drei.
Fokus auf das Wichtige durch wöchentliche Reflexion. Und das Ganze kommt von Getting Things Done von David Allen, einer der Klassiker, der Produktivitätsklassiker. GTD, wenn ihr das googelt, findet ihr das. Und da geht es darum, um nochmal ein Level höher, sich einen Raum zu schaffen, wöchentlich die Prioritäten zusammenzubringen und nochmal eine andere Reflexionsebene reinzubringen. Weil sonst haben wir dieses stündliche, das tägliche, aber diese langfristige Komponente. Genau, GTD, da scheinen schon einige von gehört zu haben. Super, danke. Und David Allen, der Gründer, sage ich mal, oder der Autor von dem initialen Buch, der erklärt sein System als Leitplanken, als dass Leitplanken sind, die uns die Richtung, die Methode fürs Richtung leiten geben. Und dementsprechend können wir uns im Alltag aufs Ausführen konzentrieren. Und das ist eine der Pfeiler von Getting Things Done, als dass man sagt, okay, einmal die Woche bringe ich alles zusammen, alle Post-its, alle Ideen, die ich habe, guck, inwieweit kann man die synergetisch zusammenführen, inwieweit machen sie denn überhaupt in meinem Lebenskontext aktuell Sinn oder verschiebe ich sie erstmal, um dann für die kommende Woche die Prioritäten festzulegen. Und so kommen wir eigentlich zu einem ganz kompakten und sinnvoll ineinander verzahnten System. Als dass wir sagen, okay, wir haben unsere halbstündlichen, stündlichen Pomodoros. Dann haben wir die täglichen Routinen, die den Raum nutzen, der durch die Effizienz von den Pomodoros erzeugt wird. Und dann haben wir die wöchentliche Reflexion. Und das kann man nochmal wieder erweitern durch größere Reflexionszyklen, als dass ich es persönlich zum Beispiel sehr gerne mag, monatlich oder quartalsweise mich noch wieder ein bisschen andere Fragen zu stellen, ein bisschen größere, ein bisschen visionärere Fragen als die Fragen, die man sich jetzt unbedingt wöchentlich fragt. Und das kann man dann auch wieder runterbrechen. Wenn man jetzt am 1.1. mit dem Jahreswechsel ganz tolle Ideen hat, dann kann man diese großen Ideen, die man immer wieder hat, oder Lernziele, die kann man dann herunterbrechen und sagen, okay, was heißt das denn für mein Quartal? Was heißt das für meinen Monat? Was heißt das für meine Woche? Und dann im Endeffekt, was heißt das für meinen Tag beziehungsweise für diese Stunde, die jetzt vor mir liegt? Und für diese drei Themen habe ich auch auf meiner Homepage, ich weiß nicht, ob ihr sie in der Beschreibung schon gesehen hattet, learningaslifestyle.com. Da findet ihr Checklisten und da findet ihr auch als Startpunkt so einen kleinen Fragenkatalog für die wöchentliche Reflexion, aber auch Checklisten für eine mögliche Start- und Endroutine von Pomodoros. Und ein vergleichbares System, und dieses System, davon ist der Ergebnis, oder das Ergebnis davon ist Raum und Freiraum, den wir brauchen, um zu atmen, um das ganze große Ganze zu sehen. Die Effizienz der Pomodores, der halbstündigen Zyklen, gepaart mit dem täglichen und wöchentlichen Reflexionszyklen, erschaffen ein Umfeld, in dem wir unsere Lernprojekte in unser Leben einordnen können. Aus dem Ziel, generell Spanisch zu lernen, wird ein konkretes Ziel, Spanisch kommunizieren zu können, damit man in 3 Monaten auf einem Kundentermin Smalltalk folgen kann. So kann man diese Themen griffiger machen. Oder Gitarre spielen wird zu im Sommer Wonderworld auf der Ukulele zupfen. Dementsprechend, wir haben halt dadurch die Möglichkeit, langfristige, wabernde Themen in kleinere und griffigere herunterzubrechen. Sie werden greifbarer, konkreter, zielgerichteter und dadurch auch motivierender. Dadurch wissen wir überhaupt, warum wir uns hinsetzen. Wir haben eine Vision vor Augen und ein zukünftiges Szenario vor Augen. Und damit schaffen wir es, dieser Mentalität von Kurzfristigkeit, Dringlichkeit und Kleinkrams einen gewissen Schritt entgegenzukommen und zu sagen,
Nein, ich möchte Langfristiges, ich möchte Wichtiges, ich möchte meine Selbstentwicklung möchte ich Raum geben. Und mehr langfristiges Denken ist der Hauptmotivator für lebenslanges Lernen. Mit der Zeit merkt man, wie die Themen zusammenfallen, wie alles irgendwie zusammenhängt und wie die Anwendung des Gelernten einem zu der Person werden lässt, die man im Endeffekt werden möchte. Und dementsprechend lade ich euch dazu ein. Ihr habt am Anfang eure Lernprojekte aufgezählt, die ihr gerne möchtet, dass das ein Teil von euch wird. Malt euch euer zukünftiges Leben auf in ein Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Denkt langfristig. Wie stolz wird diese Person sein, wenn ihr heute beschlossen habt, diese Sprache, diese Fähigkeit, dieses Instrument zu lernen? Aber jetzt. Dann auch wirklich. Ziemlich punktig. Wir haben noch 2, 3 Minuten. Ich würde euch jetzt doch dennoch für Fragen, und ein paar wurden ja auch schon geklärt, dazu einladen, mir in einen Link, den ich euch gleich im Chat schicke, zu folgen. Wenn ihr Lust habt, noch ein paar Fragen zu stellen, wenn ihr einfach noch ein bisschen plaudern wollt, sehr gerne dort. Denn das wird der Anfang sein. Heute war für mich der Start für eine neue kleine Workshop-Reihe. Ich werde in der Fragen- und Antwort-Session möchte ich dann gerne eure Fragen beantworten zum einen und dann auch einen Ausblick geben auf einen zusätzlichen Workshop. Ich habe vor, nächstes Wochenende einen Halbtages-Workshop zu machen. Zu geben, wo wir euer Lernprojekt und euer persönliches Lernprojekt nehmen und ein Lerncurriculum erstellen. Und hier geht es wirklich um die konkrete Planung und um die konkrete Umsetzung. Da werden wir uns damit beschäftigen, was brauchen wir denn für Materialien? Was ist das Timing? Wie können wir das Thema herunterbrechen? Wen können wir involvieren? Also wirklich konkret zu werden und dieses wöchentliche, tägliche und stündliche herunterzubrechen. Und es geht darum, lebenslanges Lernen zu strukturieren und nachhaltig zu integrieren in den Alltag. Und dementsprechend ist das dann der Projektplan, der euch vielleicht ein kleines Stückchen weiterbringt, dass euch nächstes Mal bei meiner selbigen Frage ein neues Thema einfallen müsst. Dementsprechend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis gleich. Ich schicke euch jetzt den Link. Das ist das Zoom-Meeting, in dem die Q&A stattfindet. Vielen Dank an euch. Und ich sehe auch, dass es euch auch gefallen hat. Das freut mich sehr.